Hallo und willkommen zurück hier in unserer Ark. Unser guter Kollege Weddert ist leider etwas bewusstlos unterwegs, weswegen wir gezwungen sind, erst einmal alleine zu überleben. Wir müssen nur leider in der Nähe von diesem Hans Wurst bleiben, der ja ohne unseren Schutz den Gefahren der Wildnis schutzlos ausgeliefert ist und vermutlich sterben würde. Weswegen wir uns jetzt nach draußen begeben und nach Rohstoffen suchen, die uns das Überleben in dieser Ark sichern dürften. Die Gefahren der Wildnis sind immer noch da und sie sind sogar stärker als sonst. In klaren Worten, ich habe einfach mehr Dinos eingestellt. So, ich hoffe, ich finde auch zurück. Vielleicht sollte ich meine Wege irgendwie kennzeichnen. Okay, hier ist das Feuer. Stellt sich nur die Frage, wie könnte ich tatsächlich am besten die Wege kennzeichnen? Ja, halt praktisch, wenn es etwas ist, was man sehen kann. Oh, Schilder. Ja, Schilder könnten wirken, aber die sehe ich halt nicht unbedingt im Dunkeln. Ich könnte natürlich überall kleine Lagerfeuer aufbauen, aber das wäre von den Ressourcen her ein bisschen umständlich. Na gut, dann machen wir die Sache mit den Schildern. Okay, damit haben wir schon mal 4 Schilder. Keine Ahnung, wo ich hinhau. Ah ja, da. Kann sein, dass es noch dunkler geworden ist. Ist ja unglaublich. Wo war jetzt? Ah ja, hier. Gut, dann würde ich sagen, wir machen am besten hier auch ein Schild hin. So, verbessern wir uns gleich mal auf Wasser. Davon haben wir nämlich nicht allzu viel. Ah, Standfackeln könnte ich ja jetzt auch machen. Die wäre natürlich noch ein Stück weit besser. Ja gut, dann machen wir uns wohl doch eher Standfackeln. Ich hoffe, wir kriegen die hin. Was wir mit den Schildern machen, die wir haben, keine Ahnung. Feuersteine brauchen wir dafür. Na toll. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal Feuersteine. Hoffentlich verirren wir nicht uns nicht auf dem Weg auf der Suche nach diesen dämlichen Feuersteinen. Ah, da haben wir auch schon etwas. So, droppen wir den hier hin. Dass wir wenigstens ein bisschen was sehen. Die Dunkelheit ist schon fortgeschrittene Dunkelheit. Man sieht hier wirklich nichts. Muss ich beim Server noch mal ein bisschen rumdrehen. Ich habe nämlich eingestellt, dass man die Dunkelheit anscheinend verändern kann, aber das ist jetzt aber schon arg dunkel. Ha, habt ihr den Witz verstanden? Ich sagte arg dunkel. Wann bin ich wieder lustig? Unglaublich. Wer das würde mir so einen runterhauen, wenn er hier wäre. So, dann können wir ja jetzt eigentlich. So, da war keine Feldflasche, dann tun wir das einfach mal dabei hier hin. So, von wo sind wir denn nun gekommen? Ich glaube von hier, oder? Verdammt. Ich habe mich nicht ernsthaft jetzt schon verlaufen, oder? Best Survivor ever! Ach da, da ist das Camp. Okay, das heißt, wir sind diesen Weg hier entlang gegangen. Genau. Und nur blöd, diese Standfackeln brauchen ja auch Holz, fällt mir gerade mal so auf. Damit sie leuchten. Ja, wird schon klappen. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Platzieren. Immer Fackeln, die man von der anderen aus ungefähr sehen kann. So.
Hallo, könnte ich dein Holz bitte haben? Danke. So. Ich hoffe mal, das Holz brennt nicht sofort weg. Die Tiere des Waldes sind unruhig. Eine Bedrohung muss ganz in der Nähe sein. Aber noch ist die einzige Bedrohung. Ja, Gottverdammt, du wirst leider nichts zu trinken haben. Auch wenn da eine Wasserquelle ist. Mehr sollte ich vielleicht nicht nehmen. Huch, da war was. Eine Wasserquelle. Das könnte unser Durst stillen. Nice. Hat sogar funktioniert. Ich dachte jetzt eigentlich, dass das Spiel es eher weniger zulassen würde, aber gut. Okay, Hunger haben wir. Huch. Ja, da müssen wir die dezent noch etwas einstellen, aber auch nur ganz dezent. Das war ja so nicht geplant. Ja, gut. Ist halt jetzt einfach so, ne? Ich bin auch sehr überlagert. Ich denke, ich gehe einfach zurück zum Camp und mache dort eine Kiste. Dank unserer wunderbaren Fackeln können wir ja jetzt einigermaßen zum Camp zurückfinden. Wir sind nur sehr, sehr langsam momentan. Das tut mir wirklich von Herzen leid. Die Fackel machen wir auch an. Keine Ahnung, wie das eigentlich. Huch. Ja, egal. Wir tun jetzt einfach das ganze Holz hier rüber. Feuer zünden. So. Hier setzen wir auch noch einen hin. Dann holen wir uns gleich mal hier Holz. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie der aus dem Bambus oder was das hier sein darstellen soll, Holz rauskriegt. Okay, wegen dieser arg starken Dunkelheit muss ich jetzt hier nochmal das Gamma hochdrehen. Es sieht aber nicht so gut aus, finde ich. So, lassen wir es mal hierbei. Man kann halt einfach nachts nichts sehen, ne? Ist aber auch so dieser springende, super tolle Punkt, finde ich. Mann, ich stelle mir gerade so richtig vor, wie er aufwacht und dann plötzlich bin ich weg und er folgt diesen Fackeln und denkt sich, oh shit, hoffentlich ist ihm nichts geschehen und dann sieht er nur Leichen und sonstige Dinge. So, ich hoffe, wir können überhaupt eine Kiste herstellen. Doch, Fail. Ja, wenn wir nicht das ganze Holz weggemacht hätten, könnten wir das wohl tatsächlich tun. Ja, gut, dann brauchen wir jetzt Holz und Fasern, wenn ich das richtig gesehen habe. Da muss ich eigentlich hier nur zweimal gegenklopfen oder so. Okay. Jetzt haben wir genug davon. Jetzt benötigen wir noch Fasern. Gut, dass wir hier im Dschungel leben. Und wie gut, dass Fackeln keine Blätter entzünden können. Das ist einfach Standard. Vor allem, dann kann die Fackel auch instant in einer Millisekunde ausmachen und wieder anmachen. Da ist nichts dabei. Weil es wäre richtig cool, wenn man die Fackel erst wieder entzünden müsste und das ein bisschen dauert. Ist jetzt fürs. Für so Gameplay und so Leute, die halt nicht so auf stark auf Survival gehen, wäre das natürlich voll nervig und kacke, wenn sie sagen, was für ein Mist. Aber jetzt, so wäre das eigentlich ziemlich cool. Also, so diese, wenn man so auf dieses Survival-Feeling steht, so wie ich zum Beispiel. So, wo haben wir denn hier unser Kistchen?
So. Dann hier ein Kistchen hin. Gut, dann können wir ja. Machen wir einfach den hier. Wir nehmen das Fleisch mit. Ich denke, verhungern werden wir ja eh nicht. Oh, die Pfeile hätte ich dann doch gern. Die zwei Mästchen hier nehmen wir mit. Wo ist das? Kartoffelsamen? Tatsächlich, Kartoffelsaat. Das ist ja schon mal sehr gut. Mann, haben wir viele Beeren. Das ist ja echt unglaublich. Stroh behalte ich mal. Ja, die sind halt sehr gewichtig. Aber ich vertraue dem Sack da am Boden nicht. Und deswegen behalte ich die jetzt erstmal noch. So. Jetzt, da wir leichtfüßig unterwegs sein können, können wir uns auch von diesen ekelhaften, bärtigen, dickarmigen Typen trennen und uns allein auf den Weg durch die Dschungel machen. So. Vielleicht sind die Jungs einfach nicht nachtaktiv und deswegen ist hier niemand unterwegs. Fände ich jetzt ein bisschen seltsam. Aber na gut. Wir wandern jetzt einfach mal diesen Strand entlang. Dass wir ja gerade eben nichts begegnen, ist ja eigentlich unser Glück eher. So, dann hier noch Holz hin. Ihr denkt vielleicht, ich übertreibe komplett, aber ich tue es wirklich nicht. Ich verlaufe mich wirklich, wirklich sehr schnell. Deswegen ist es leider sehr nötig, ist, das auszuleuchten. Natürlicherweise könnte ich auch den Command benutzen, um mich zurück zu ihm zu porten, aber ich will möglichst wenig Commands benutzen. Hört ihr das? Die Erde wird erschüttert. Etwas ist ganz nahe. Seht ihr es, die Stacheln? Ich denke, es ist ein Pflanzenfresser. Ich taufe dich in den Namen Stachelrücke, weil ich deinen echten Namen nicht kenne. Stachelrücken ist anscheinend ein sehr guter Kletterer. Er hat sein Körpergewicht komplett unter Kontrolle. Wir werden ihm ganz vorsichtig und unauffällig folgen. Er hat uns noch nicht entdeckt. Überhaupt nicht. Was bist denn du? Ich denke mal, du bist auch ein Pflanzenfresser. Weil irgendwie auch nur Pflanzenfresser unterwegs sind. Ruhig, ruhig, ich will euch nichts tun. Keine Angst, ich tue euch nichts. Müsste auch ein Pflanzenfresser sein, oder? Wollen wir es ja nicht herausfordern? Seltsam. Hier findet man aber auch echt nichts. Wir sind nur 100.000 Pflanzenfresser, aber irgendwie ist die Gefahr gerade eben nicht gegeben. Aber das könnte auch einfach die Ruhe vor dem Sturm sein. Wir sollten glücklich darüber sein, dass wir noch keiner fiesen Kreatur begegnet sind. Beziehungsweise wir sind ja schon ein paar fiesen Kreaturen begegnet, aber die haben wir einwandfrei niedergemetzelt. Oh, wir sind hier wieder hier, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so smart. Okay, da ist auf jeden Fall ein Stein. Okay, jetzt brauche ich noch einen Stein. Oh,
komm, gib mir einfach Steine. Metall. Ja, danke. Wird ja immer besser hier. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Holz. Wie zum Teufel habe ich das reparieren können, wenn ich nicht mal Holz habe? Nur mal so gefragt. Okay, da ist glaube ich Holz. Ja, da war Holz. Oh, geliebte Fackel, kehre zurück zu uns. Ich sehe einen feuchten Hundedreck. Nice. So lebt sich's in der Wildnis. So, Pflanzenfresser, überall Pflanzenfresser. Wisst ihr, die Nordregion wurde eingestuft als Gebiet, an dem es sehr schwer ist zu überleben. Aber bis jetzt sehe ich noch nicht das Problem. Wir haben zwar diesen T-Rex oder was auch immer wir gesehen haben, gesehen. Und das könnte natürlich ein arges Problem für uns darstellen, diese größeren Dinosaurier. Aber trotz dessen sind hier einfach wenig unterwegs. Vielleicht weil der große, bösartige T-Rex oder Trex, wie ich ihn gerne nenne, einfach alles weggefuttert hat, vor dem man sich fürchten müsste. Aber Pflanzenfresser gibt es hier trotzdem noch en masse, wie es aussieht. Hä? Ach, gut. Ich dachte jetzt, meine Fackel wurde einfach gedroppt. Okay. Wo befinden wir uns denn? Na? Alles fresh? Na? Ich gehe mal lieber weg, nicht, dass der noch irgendwie so aggro wird wegen uns. Mir fällt ein, ich habe vergessen, diese Fackeln zu platzieren. Aber hey, wir finden sicher zurück. Ganz easy. Easy peasy. Hey, jetzt mal echt hier. Hier ist echt tote Hose, ne? Das glaubt man ja gar nicht. Hier ist so einer. Muss ich wohl tatsächlich nochmal die Server-Einstellungen überprüfen, weil irgendwas stimmt hier noch nicht. Muss ich mal abchecken, was das Problem gerade ist. Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal nach Hause zurückkehren. Wenn wir nach Hause finden zumindest, was gerade eben nicht so wahrscheinlich wirkt. Ja, da können wir... Was ist das denn? Was zum Teufel? Ein schlauer Mensch würde jetzt wegrennen. Oh oh. What the fuck ist das? Okay. Eine Kreatur. Oh shit, da, ich wusste doch, dass da was im Gebälk rauscht. Was sagte ich nochmal von der Ruhe vor dem Sturm? Ja, leck mich am Bart. Das war außerordentlich knapp.